Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Erkunden und dann Wolf Inn und hier haben wir das Achievement Schwierige Reparatur. Und für dieses müssen wir fast machen. Wir müssen einmal folgendes angehen. Repariert 6 defekte Konsolen der Irdenen in den schallenden Tiefen und... ja, ich bin schon mal am ersten Spot. Wir sind einmal hier bei den Koordinaten 69, 48 und dort haben wir die erste Konsole. Obsidian-Konsole schimpft sich die. Die ist hier in so einem Zelt und ja, hier laufen einige Lithium-Mobs rum. Auch in dem Zelt war eben einer, also da muss man teilweise ein bisschen gucken. Die Dinger klicken wir dann einfach einmal an und damit ist auch schon die erste abgeschlossen. Also ihr müsst auch nicht Ingi oder irgendwas sein. Das könnt ihr mit quasi auch einem Char machen, der kein Ingenieur ist. Die nächste Konsole habe ich jetzt hier einmal rausgesucht bei den Koordinaten 63, 71. Und da haben wir die Teloch-Konsole. Taeloch-Konsole, keine Ahnung, wie man das genau sagt. Und die ist hier quasi auf dieser Brücke drauf. Ne? Also nicht unten, sondern hier oben. Und wenn wir die anklicken, dann haben wir auch schon die zweite. Die nächste Konsole heißt einmal Abyssal-Konsole. Und die habe ich jetzt hier ganz unten aufgetan auf den Koordinaten 48, 93. Und ja, da ist die in so einer, naja, ich würde sagen, so einer Garage oder was das sein soll. Und da können wir dann einmal auch die anklicken. Und dann haben wir auch schon die Hälfte. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar in so einem Mieteneingang. Da haben wir einmal die verlorene Konsole. Und die ist hier oben bei den Koordinaten 56, 22. Und auch da gehen wir einmal kurz rein und klicken die an. Na, können wir sogar ohne, dass wir die Mobs pullen. Dann haben wir als nächstes die Konsole der Irdenen. Und die ist wieder unter einer kleinen Überdachung auf den Koordinaten 46, 14. Da können wir die auch einmal anklicken. Na, da kommt sogar ein Mob raus. Den können wir jetzt mal noch schnell töten. Vielleicht bringt der irgendwas Tolles. Also ich bezweifle es jetzt ehrlich gesagt, aber gucken wir mal. Ein graues Item. So, ich war jetzt gerade schon am Weiterfliegen. Man müsste es zweimal anklicken. Beim ersten Mal holt man anscheinend das Viech raus. Und beim zweiten Mal klickt man dann wirklich die Konsole an. Ich hab mich schon ein bisschen gewundert. Und dann haben wir auch die letzte Konsole. Und die befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 45, 46. Das ist die Wasserkonsole. Und auch die klicken wir einmal an. Und da ploppt auch schon unser Achievement auf. War jetzt eine relativ einfache Geschichte. Einfach rumfliegen, 6 Dinger anklicken und fertig. Und ja, dann sind wir jetzt durch mit dem kleinen Videoguide. Hat mich voll dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.